Herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Gilde 2. Ja, die letzte Aufnahme hatte ich ein bisschen, ja, länger gemacht. Unter den letzten Part habe ich ein bisschen länger gemacht, weil, ja, ich das alles am Stück aufgenommen hatte und, naja. Und dann, wie gesagt, also am Ende habe ich gesagt, ich habe Halsschmerzen bekommen. Und dann habe ich die Aufnahme beendet. Ja. Jetzt geht's mir aber wieder gut, soweit. Also abgesehen von dem, was sonst nicht mit mir stimmt halt. Ja, genau. Muss mich kurz wieder reinfinden. Also wie immer, wie jedes Mal, wenn ich eine neue Session starte. Okay, die hat sich beworben, das ist gut. Und ich bin ja der König. Für die Familie. Für die Familie bist du der König. Immunität aufheben können wir noch machen. Alles andere haben wir schon benutzt. Ach ja, das königliche Garde rufen, dann sind sie hier hin und haben da alle niedergemetzelt. Obwohl ich es nur mal ausprobieren wollte. Also komisch. Irgendwie kommt gar keine Musik, das ist komisch. Normalerweise kommt da doch Musik. Naja, egal. Jetzt, was gibt's zu tun? Was können wir machen? Umworbene, genau. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Oh nein! Was habe ich denn hier? Nein, das war's nicht. Ach, Hospital ist es schon. KI, ja, genau das da. Da ist doch hier Verbandzeug, Medizinflasche. Gibt's da nicht irgendwie das da? Jawohl, hier. Verstauchung 59, Erkältung 89, ziemlich viel erkältet. Grippe 73, nein. Also ich habe hier so das Gefühl, ja. Das ist so eigentlich nichts Schlimmes und dann geht es immer weiter hoch, also bis zur der Pest. Oder dem schwarzen Tod halt. Ach so, und für eine Erkältung braucht man Verbände. Was gibt's denn? Erkältung, Grippe. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das gleiche. Lepra haben 3 Stück. Oh nein! Hey, was war das? Knochenbruch. Ach ja, das. Die Hälfte davon war ich, aber naja. So kann man auch Geld verdienen. Einfach Leuten die Knochen brechen und dann kommen sie in dein Hospital und lassen sich da heilen. Das war auch meins. Das dürft ihr gerne zum Marktplatz schippern, wenn ihr wollt. Ne, ich hab da nichts dagegen. Ja, jetzt läuft er von selber. Gut. Oh nein. Warum tut denn niemand was? Ich werde angegriffen. Das war ich nicht, ne? Das war. Hey! Gut, das. Ja klar, jetzt kommen auch noch die anderen. Kann mal bitte jemand die Wachen rufen? Geil, dankeschön. Ach so, der wollte. Ja, okay. Wenn er sich halt so ungeschickt anstellt beim Taschendiebstahl, dann ist er selber schuld. Also jetzt muss ich ihn aber gleich wieder neu. Ja, okay, jetzt habe ich halt ein paar Tussen. Ich hätte eigentlich schon gern noch einen Kerl dabei. Ach ja, einer ist noch dabei. Der Adam Sackner oder Adam Sackner. Nein. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Oh nein, ja, das wollte ich auch noch machen. So, du kannst auch Taschendiebstahl machen und jetzt. Wer fühlt sich denn hier vernachlässigt? Und die hat immer noch Zahnfäule. Igitt. Ach, wo ist er der überhaupt? Der eine? Ach, der pennt. Der fühlt sich vernachlässigt, während er pennt. Das. Naja, der hat wohl einen Albtraum oder so. Oh. Nein! Ist die. Die ist doch Handwerker. Achso, da muss ich wahrscheinlich Stufe 5 dafür sein. Okay, dann gehst du jetzt erstmal hier hin. Und dann versuche ich die ein bisschen aufzuwerten, damit sie auf Stufe 5 kommt. Oder, Gewandweberei ist es. Gewandweberei, ja natürlich. Muss Stufe 5 sein, die Olle. Dann gebe ich ihr jetzt mal hier so ein paar Sachen, die für die Benutzung XP geben. Hier, das da zum Bleistift. Und Geldbeutel, da das. Der ganze Scheiß. Und dann könnte ich sie vielleicht mal zum Arzt schicken. Obwohl Zahnfäule, was ist denn, ach, das ist.
was ganz Schlimmes oder fast das Drittschlimmste ist es. Sind aber keine Schmerzmittel auf Lager, das heißt, da müsste ich wohl welche besorgen oder welche herstellen. Arbeitsverweigerung. Warum stellen die da eigentlich keine her? Das müssten die doch irgendwie hinkriegen. Schmerzmittel da könnten sie doch machen, locker. Oh Gott, das dauert aber übelst lang. Ja, das dauert lang. Ach, ich würde gerne noch mehr einstellen, aber ich habe ja schon hier alles aufgewertet, soweit es geht. Oder ich habe es aufgewertet gekauft. Also es war schon so. Beer. So, jetzt geben wir hier noch einen Spazierstock, einen Tarnmantel. Einfach alles, was XP Aufbau bringt. ans Werk. Dann können wir mal hier noch ein bisschen schneller stellen. Tarnmantel auch noch. So. Oh, Schattenkunst. War aber gar nicht die Absicht. So, dann hier noch Duellhandschuhe. Was bringt denn das überhaupt? Ein Gürtel von, kann ich nicht lesen. Jetzt Gürtel von Metaphysik. Ach, Gürtel der Metaphysik, okay. Wer dieses Meisterstück der Schmiedekunst umlegt, der erfährt keine Neigung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Erfährt eine Steigerung. Was habe ich denn gesagt? Für die Benutzung erhaltet ihr Erfahrungspunkte. Gut. Erhöht wohl Konstitution oder so. Kann man Ich alles bin mal der Meister. reinhauen. Und irgendwie gab es noch sowas, dass so ein Trank oder sowas, was die Lebensdauer erhöht, das würde ich gerne meinem Tigi geben. Aber Leichtlauf. Mit dieser Schmiere könnt ihr einen eigenen Karren leichtläufig machen, was dem Vorknecht bzw. dem Zugtier die Arbeit erheblich erleichtert und den Transportkarren dadurch schneller ans Ziel kommen lässt. Also unnötiges Zeug. So, jetzt noch Metaphysik-Gürtel Was benutzen nun? und du kannst jetzt eigentlich hier ja zum Bleistift Kleinigkeiten. ein bisschen Taschendiebstahl machen. Ja, dann noch Brief aus Rom. Das ist ja dieser Ketzer-Dings, dieses Ketzer-Teil. Was bringt denn das? Wer ein Schutzkreuz bei sich trägt, der wird eine bestimmte Zeit lang vor diversen Angriffen geschützt sein. Das kann man auch mal. Der Aesculapstab. Wer diesen Stab des Aesculap mit sich führt, der wird einige Stunden vor jeglicher Krankheit gefeit sein. Das kann man mal. Vielleicht hilft es auch, Ich bin der wenn Meister. er. Arbeit ist meine Leidenschaft. Aktion nicht möglich, ist halt krank. Ja, okay. Ich dachte, das heilt mich jetzt vielleicht auch. Wäre ganz praktisch, aber. Okay, dann geben wir einfach. Nun? Dieses Ja? Ding hier geben wir einfach dem Tieg, wenn er ein bisschen Wortlaut näher. Wenn er ein Kriegsmaterial. bisschen näher rankommt. So. Ganz einfach. Ah, dem müsste ich noch einen Helm kaufen, vielleicht. Eisenbahn gibt es natürlich keine. Aber es gibt eine. Ah, ne, stimmt, ich habe schon das Kriegsbeil. Okay. Nein, so. Stehen alle auf einem Eine Haufen. Drohung wider euch hat keinen Effekt mehr. Gut so. Ich bin unbedrohlich. Über Talente 1. Mit diesem Buch als Lektüre erhält der Leser für eine bestimmte Zeit eine größere Erfahrung in den Talenten Handwerkskunst und Rhetorik. Gut. Geben wir ihr. Und Gedicht, das weiß ich, was das bringt. Das kann man jemandem vorlesen. Und dann mag man den ein bisschen mehr. Oh, hier. Haha, alles voll. Und Zahnfäule. Ist aber nicht unbedingt so gut. So, wem lesen wir denn ein Gedicht vor? Am besten irgendjemand, der uns nicht so sehr leiden kann. Vielleicht. Hey, das könnte doch eigentlich bei. Das könnte sie doch eigentlich bei dem machen. Wo ist der Vielleicht Fuchs? bringt das ein bisschen was. Und dann kann schon mal weiter Taschendiebstahl machen. Jemand fühlt sich vernachlässigt. Ja. Also der König von Danzig. Der steht auf dem Marktplatz und bestiehlt da Leute. Jemanden zum Kämpfen ausbilden, Er Warenkunst. muss zum Gericht. Oh, jetzt wollte ich gerade gucken, was der machen kann. Obwohl ich hier schon weiß. Verbesserte Befehlsstruktur, was ist das? Alle eure eigenen Kampfeinheiten sind um ein Fünftel schneller als normal. Ja. Ja. Rage.
Gut, das könnte man dann eventuell mal alles ausprobieren. Jetzt muss ich mal kurz anders hinsetzen. Ein bisschen so. Jetzt. Hat's geklappt. Was nun? Na. Oh nein. Das war doch mal fast voll, oder nicht? Okay, das vernachlässigt fühlen, das geht wohl nach einer Weile ziemlich auf den Fortschritt hier. Aber dafür mache ich ihn jetzt wieder klar. Ja, komm. Oh, das bringt ja gar nichts. Scheiße. Okay, dann folgst du mir mal in die Taverne. Dann können wir ein bisschen tanzen. Und dann beziert sich ihn vielleicht noch. Was heißt vielleicht? Das mache ich bestimmt. Und jetzt wieder ein Prozess. Und jetzt ausnahmsweise mal Angeklagte und Kläger Dor. Oder? Ist das der Angeklagte? Nee. Das ist der Scharfrichter, aber ich, so wie es aussieht, ist der Angeklagte oder der Kläger wieder tot. Ja, natürlich. Gut, dann brauchen wir da gar nicht zugucken. Warum sind die denn immer alle tot? Was soll denn der Kack? Und folgt der dir, folgt der überhaupt? Nein, natürlich nicht. Ich weiß. Zu meinem gemeinsamen Bad einladen. So. So, und dann können wir vielleicht eventuell später noch unsere Feinde töten. Die Roten sollten wir vielleicht in Ruhe lassen erstmal, weil wir ja da ein Dynastiemitglied haben, das wir bezirzen. Vielleicht muss man kurz gucken, was haben denn die. Kann ich nicht kaufen, scheiße. Also, wo sind denn die meisten Gebäude, also in Besitz von wem? Die Roten haben das. Diese Räucherei hier, die möchte ich eigentlich auch ganz gern haben. Weil die bringt eine Menge Geld. Und die Mine hier natürlich auch. Oh, wenn ich die hätte, das würde so viel Money geben. So viel! Königliche Garde rufen, flammende Rede. Okay, ich mache jetzt mal wieder eine flammende Rede hier. So. Nein, 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 stopp, 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 doch nicht. Ich mache Rufmord, was war das? Rufmord? Was war das? Ach ja, genau, das war das. Das hier ist nämlich hier der Stadtschreier. Was ist? Oder der Herold, und jetzt muss ich, kann ich jetzt hier auf die hier zum Beispiel klicken und dann macht er einen Rufmord, also dann ruft er so aus, die ist böse, das ist eine Schlampe und so. Der ist besoffen. Ja, und das wirkt sich natürlich nicht so gut auf die Beziehungen aus von der und von mir zu ihr, auch nicht unbedingt. Aber naja, so jetzt beleidigen wir erstmal wieder einen oder eine. Am besten hier so den Hitler. Ach so, nein, das war doch das Falsche. Ich hatte immer noch Dings ausgewählt. Ihr müsst Rufmord. einem Prozess vorsitzen. Schon wieder. Nun? Ach, die hat schon wieder jemanden angeklagt. Gut. Ach, der hockt da noch. Gut. Schön, schön, schön. Ware konfiszieren kann man mal machen. Genau, ich gehe jetzt zum Minen und konfisziere das, was da drin ist. Oh yeah. Dann habe ich eine Menge Geld. Und wo steht denn der jetzt? Hey, ihr da! Doch, da ist er ja Ein schon. kleines Rätsel. Wer schaut dämlich aus der Wäsche und stinkt nach Latrine? Oh, voll bedient. Ja, ist schon ganz richtig, was ihr da sagt. Das lässt Hitler einfach auf sich sitzen. Kleinlautes Würmchen. Dann macht euch schon weg. Verschwindet! Oh nein. Ihr habt jemanden Ich wollte beleidigt. ihn doch zum Duell herausfordern. Aber das ist wohl nichts geworden. Oh. Ja. Man sollte auch einen einfach so zum Duell herausfordern können, finde ich. Das wäre vielleicht ganz praktisch, aber dann wäre es ja so eine Angriffshandlung oder so. Okay. Dann machen wir das eben anders. Dann holen wir jetzt mal hier unsere Ein guter königliche Plan. Garde. Wenn der da stehen bleibt, dann ist er gut.
Arbeitslose. Soll ich helfen? Abschaum, hä? Na, da kommen sie ja.